Strom aus Elektrolyt. Dieses Konzept sorgt für Aufsehen am Genfer Autosalon 2014. Hier feiert ein Elektrofahrzeug Weltpremiere, das nur auf den ersten Blick aussieht wie eine herkömmliche Sportlimousine. In diesem Auto haben wir im Moment zwei Tank an 200 Liter Elektrolyt, also positiv geladen, negativ geladen. Das sind gesamt auf 400 Liter. Und mit diesen 400 Litern sind wir im Stand, über 500 Kilometer weit zu fahren. Der Quant von der Firma Nano Flow Cell aus Liechtenstein ist kein normaler Prototyp. Der Quant ist ein Forschungsfahrzeug und ist das erste Auto, das mit einer funktionierenden Flussbatterie betrieben wird. Das Konzept, zwei verschiedene Elektrolytflüssigkeiten innerhalb einer Zelle erzeugen durch kontrollierten Ladungsaustausch Energie für den Elektroantrieb. Es ist ein komplettes elektrisches Auto mit vier Elektromotoren an 170 kW mit einer Gesamtleistung von 920 PS. Das Auto kann weit über 300 Stundenkilometer fahren und hat eine Beschleunigung von 2,8 Sekunden auf 0 auf 100 mit einem Wert von 2,1 Tonnen Gewicht. Dieser Elektroantrieb kann also vielseitig eingesetzt werden. Das Positive an dieser Technologie ist, dass Sie es nicht nur im Autobereich benutzen könnt, sondern eben auch in anderen Marktsegmenten, das heisst terrestrische Anwendung, Hausinstallationen, Schiffbau, alles was fährt, Aerospace, also das Anwendungsspektrum und Applikationen sind sehr, sehr gross bei dieser Technologie. Die Ladezeit beträgt nur wenige Minuten, wie bei herkömmlichen Benzin- und Dieselfahrzeugen. Also die Aufladezeit durch die Flüssigkeit, die ionische Flüssigkeit, beläuft sich ähnlich wie bei Benzin. Sie sind in wenigen Minuten, haben Sie die beiden Tanks voll. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil von den bisherigen traditionellen Elektrobatterien, wo Sie wahrscheinlich eine halbe Stunde oder Stunde Stopp machen müssen, um sie wieder aufzuladen. Ganz ohne Stromkabel. Dafür sorgt ein bekannter Technologiepartner. Bosch entwickelt diese Batterie mit uns in einer Art Joint Venture. Das ist eine Art Demonstration, wie Energie benutzt werden kann auf diese Art und wie viel Kraft in dieser Nanozelle sitzt und benutzt werden kann. Doch bis der Quant mit Elektrolytmotor in Serie auf die Straße kommt, wird es noch ein paar Jahre dauern. Es gibt im Moment einen fahrbaren Prototyp. Der nächste Schritt wäre jetzt, eben das Energiesystem jetzt zu patentieren, zu homologieren, zu zertifizieren und marktgerecht für den Automotivbereich zu machen.